Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Ich kack mir in die Hose. Ich kack mir in die In die Hose. Hose. Ich kack mir in Denn die wie Hose. entkomme ich hier bloß? Wie komm ich bloß aus dieser Hose? Okay, ja. Oh Mann, ey, was ist nur Die los? Frust ist Es ist schon so, sehr das groß. Traurige ist, es ist noch gar nicht mal so spät. Also wir können es nicht mal auf die Uhrzeit Oh, es schieben. ist der Spirit. Okay. Okay, wir haben scheinbar wieder Ruin. Da fängt sie an, nämlich zu Jen-hoppen. Nein. Man, Feng Min, jetzt verfolgt doch nicht mich. Die Olle. Feng Min verfolgt dich. Ist sie Ja, etwa der die Killer? ist der Killer. Gut getarnt. Hä, wir haben gar keinen Ruin, also stell dich mal nicht so an, Mädel. Vielleicht hat sie ja nur Ruin. Oder sowas. Gibt es Nee, noch? Was dann nicht. Ja, die Essensstufe hat oder wahrscheinlich so? irgendwas anderes gemacht. Hä? Oder sie will ein bisschen Fitness machen. Oder sie hat vielleicht doch Fatigue. Ruin, weil der Generator ist gerade zurückgegangen. Weil ich habe auch keinen Ruin. Vielleicht hat sie es wirklich nur auf erste Stufe oder so. Das könnte sein. Nee. Nech. Das könnte sein. So, ich gehe mal in Ja, den Mei. Keller. Ich geh mir mal was holen. So. So, was gibt's denn hier Feines? Schauen wir mal. Ein Sunny Set in Gelb. Ja, das nehme ich. Das ist okay. Das ist gut, ja. Das ist ja. Nein, Kann man. ich hab verkackt. Und der Kinder kommt. Oh, doch nicht. Oh, okay. Ich höre den Generator. Das ist wahrscheinlich meiner. Ah, Ich das bin ist da hier im oben, glaube Haus, in der ich. Ja. Kapelle. Warte. Ich will mit dabei sein. Ja, Lass mach mich mit. mitmachen, bitte. Weil sie uns schnell fertig machen. Gen Rush und so ist Gen das Rush, echt Gen oft Rush. hier. Ja, sie kommen nämlich schon. Aber ich hinterlasse keine Kratzspuren. Dank meines Ja, Geistes. dafür folgt sie dann mir. War gar nicht wahr, sie folgt Nee, sie dir. folgt mir. Aber eigentlich darf ich keine Kratzspuren hinterlassen. Eigentlich kann sie mich gar nicht sehen. Hängt ihr schon das Hallo? zweite Mal? Komm, Mädel, ich halte dich jetzt direkt. Der Ja. Perk funktioniert Warte, ganz jetzt gut. stopp, die kommt direkt wieder her. Nein, scheiße, ich will nicht. Will sie wieder So. nur sie? Ja, und ich versuche sie gerade zu decken. Mädel! Naja, scheiß drauf. Ich hab sie, ich wollte sie ja auch decken. Ich wollte nicht, dass sie jetzt tot ist. Gingst du schon mal? Was machst du denn? Was machst du denn? Hä? Nein! Nein! Das machst du unnötig. Nee, ich immer nicht. Ich verstehe nicht, was die Feng Min gerade gemacht hat. Die hätte weglaufen sollen. Ich habe mich extra für sie geopfert, sozusagen. Okay. Jetzt wird sie vermutlich trotzdem gleich tot sein. Da war mein Opfer völlig unnötig. Jo, also ist. Okay. Kommt die eine zu dir? Nee. Also auch die eine, die den Generator gemacht hat, ne? Ja. Ja, eventuell. Nicht so richtig. Also ja, ich weiß nicht genau, was sie vorhat, ehrlich gesagt. Okay, Ja, und die die Feng andere Min, halt. die läuft halt noch rum. Weiß sie es auch nicht mehr so nah. Doch, ich glaube, sie hat vor, zu mir zu kommen. Ja, sie läuft jetzt zu mir. Ja? Oder Ja. weil ich das gerade losgelaufen ist? Nee, 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 nee. Das ist die weg. Ich mal schnell in den Schrank. Ja. Oh, Headflex ist tot. Ja, ist auch direkt wieder hier, ne? Mann, ey, was für ein Scheiß. Voll die Schrumpeltruller. Weil sie ist nicht mehr hinter mir her, oder? Nee, Habe ich sie dir ist nicht. eigentlich schon letztens von meinem Vertretungsunterricht? Scheiße, sie kommt zu mir. Weiß ich nicht. Oh, fuck. Rede weiter. Habe ich dir schon von. Ah! Von meinem Vertretungsunterricht letzte Woche erzählt habe? Nee. Ach, was mach ich denn? Nee, ich Hab halt glaub für, nicht. ich habe halt vertretungsweise für einen Kommiliton Unterricht gegeben. Wirklich verloren. So ein bisschen. Okay. Bäm, Junge! Oder Frau, sorry. Auf jeden Fall. Und es war halt so mit Kindern und Jugendlichen. Und die eine hat halt die ganze Zeit echt so voll assi gesprochen. Das hat mich so aufgeregt. Boah, ich schwör. Und dann habe ich jetzt so ganz schnell geredet und dann, boah, dann hat er es echt gesagt und hat mit ihrer Okay. Gestik sofort unterstrichen. Oh Gott, okay. Ja, ganz schrecklich. Irgendwie war 6. Klasse, aber die hätte man auch schon so für 14, 15 halten können.
Der Generator ist fast fertig. Das war meiner, Entschuldigung. Ich lauf gerade weg. Kannst wieder ran, sie verfolgt mich weiter. Ach so. Okay. Vorsicht, komm zurück. Nein, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Geh weg. Oh, ich wollte ihn so gerne fertig machen. Naja, und das wollte ich jetzt eigentlich nur mal erzählen. Vor allem, das war halt so, die ist überhaupt nicht dumm. Das waren halt alles auch Gymnasialschüler, Gymnasiasten. Ich würde nicht sagen, dass jeder, der da ist, super schlau ist, aber die wirkte auf jeden Fall intelligent. Ist auch zweisprachig aufgewachsen und alles. Oh, ich habe die Luke gefunden. Hier, wo ich liege, das ist die Luke. Okay. Und die hat das dann einfach gemacht, weil es anscheinend gerade so in ist und so. Dabei, weißt du, dabei ist die gar nicht so hohl. Okay. Das hat mich, glaube ich, am meisten aufgeregt. Ja, verstehe ich. Du machst das sehr gut. Ja, die Killerin ist mir wieder nicht ganz so gut. Nein, ich mach dich nicht immer so schlecht. Du machst das sehr gut. Ja. Die eine kommt doch überhaupt nicht, um dich zu hoch zu halten. Doch, ne? Doch, die kommt. Ah, okay. Die andere nicht, aber die eine schon. Ich weiß gar nicht, wo die andere ist. Die andere am Schoß. Mann, dass die jetzt nicht herkommt, um dich hochzuhalten, ist ja schon ganz schön frech, ne? Oh Scheiße, das hab ich voll verstanden. Ich wusste es doch. Alles gut. Warum kommt die denn? Die andere ist schon wieder in einem Lagerfeuer. Oh nö, jetzt komm ich in den Keller, so ein Mist. Wir machen schnell den Generator fertig. Oh, ich bin schon wieder das Hassopfer, unglaublich. Oh Scheiße. Ich werde sowas von gemurriert werden, gleich sag's dir. Mache ich schnell den Ausgang auf. Oder versuche es zumindest. Kommt die andere zu dir? Nö, ihr macht beide den Ausgang auf, glaube ich. Okay, komm, dann scheiß drauf und komm zu dir. Ja, sei vorsichtig, ich kann mir auch vorstellen, dass sie auch Glück dabei hat. Oh, sie hat mich nicht gesehen! Die andere kommt, glaube ich, jetzt auch zu mir. Die andere kommt auch zu mir. Oh, sie hat mich einfach nicht gesehen, ey. Was hatte ich für ein Luck? Luck voll. Ja, die andere ist bei mir, die holt mich jetzt. Weil der Ausgang hier ist nicht auf. Nee. Mach sie mal. Oh, sehr gut, du hast. Adrenalin, bist du da ausgetauscht? Ja, sie ist bei mir. Indirekt damit auch bei euch. Und Scheiße. Sie hat nötig. War so klar, es war so klar. Scheiße. Bist du jetzt tot, Nina? Nee, ich glaube, ich hing noch gar nicht. Noch ein, oder? Hing ich überhaupt schon mal? Oh. Scheiße. Such mal das Totem, würde ich sagen. Meinst du echt? Oder geht's zur Luke? Na, ich möchte euch schon noch gerne retten. So ist ja nicht, ne? Aber such erstmal. Oder mach einen Ausgang auf und wir versuchen rauszukommen, aber. Also ich hing noch gar nicht. Ja, das... Ja, dann mach ich den Ausgang mal weiter auf. Ich mache immer schon mal komplett auf, ja? Ja, mach das. Sehr gut. Ja, sie kommt gerade mit der... Näher mit der Mac wieder in meine Richtung. So, bringt sie in den Keller, du könntest mich jetzt holen. Wir beide können dann vielleicht raus. Ich weiß auch gar nicht, ob Kenas dann tot ist. Nee, Adeling auch noch nicht. Okay, komm, wir rennen erstmal. Ja. Eigentlich ist es unnötig, dich zu decken, sind wir eh nicht dabei. Egal. Ich möchte, dass du rauskommst. Ja. Oh Gott, aber ich glaube, ich schaff's gar nicht, oder? Doch, du schaffst das. Oh nein! Ja, sie schickt mich raus. Ja. Ja komm, Mori, mich los. Mori zu dich. Noch nicht. Ja, sie legt mich jetzt hin, damit sie mich morien kann. Ach, ist das so schön. Schon wieder gemorien zu werden. Oh, das ist so lieb, dass du mich geopfert hast. Aber ihr Outfit ist cool. Ja, auf jeden Fall. Sicher gar nicht. Und die zensiert man sich gar nicht, was da passiert. Ja. Oh Mann. Ist das schön. Na. Oh. Ja, fettes GG auf jeden Fall. Fettes GG. Lord, ich glaube, wir haben schon mal gegen Lord gespielt.
Ja, das sagt mir auch was. Naja, so zerbröselt der Keks nun mal. Die Lebensweisheit schlechthin. Oh ja, es geht einfach immer. Ja, es ist echt so, es ist wie so ein Tja, weißt du, oder wie so ein Ah. So zerbröselt der Keks nun mal. Denkst du dann auch immer an diese Cookies, diese typischen ja. hellen mit dunklen Stücken drin? Ja, natürlich. Genau so. Also früher in der Schule gab es so geile Cookies für 1 Euro. Und dann habe ich mir gefühlt jede Pause so einen Schoki gekauft. Dann habe ich immer meine Freunde angehauen, kannst du mir 1 Euro leihen? Und da muss man auch mal so einen Schnorrer, ne? Ja, total. Dann habe ich vergessen, das zurückzuzahlen. Dann habe ich mir irgendwann nichts mehr gegeben, weil ich ihr das nicht zurückgegeben habe. So fängt's an, Leute. So fängt's an. Ja, also du hast in deinem Leben auf jeden Fall schon Gewinn gemacht, könnte man sagen. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich kenne das. Aber ich habe mich jetzt geändert. Ich hatte immer früher selber keine College-Blöcke mit. Und dann habe ich immer andere Leute gefragt, ob sie mir irgendwie so ein Blatt leihen können. Boah, so einer war's. Ja, und dann zu meinem 13. Geburtstag habe ich von mehreren Freunden College-Blöcke geschenkt bekommen. Ach, schön. Ja, das hat sich so lange angehalten, ja? Ich war eher so jemand, der halt nie die Hausaufgaben gemacht hat, immer abschreiben wollte oder was hatten wir jetzt nochmal auf? Der sich nichts aufgeschrieben hat und so. Oh Mann. Nee, da war ich eigentlich immer recht pflichtbewusst. Nur so irgendwann in der Oberstufe nicht mehr so sehr. Also was wie Mathe, Physik habe ich immer noch gemacht, aber ja, also bei so anderen Sachen bin ich auch manchmal das Risiko eingegangen. Oh, da bin ich auch ganz oft. Das ist immer so krass, weil all meine Kommilitonen halten mich zum Beispiel für den Oberstreber. Also jetzt negativ gemeint, aber so, Amadita, die weiß das sowieso, die kann das sowieso. Und wenn ich ihnen dann sage, wie ich in der Schule so war, also ich war ja nicht schlecht, aber ich war halt super faul, da sind die immer voll, was, echt? Hätte ich nicht gedacht. Ja, aber ich glaube, ich musste in der Schule so faul sein, um jetzt so ehrgeizig sein zu können. Ach, Schule war einfach scheiße gewesen. Ja, so. Schule war voll kacke. Ja. Jetzt sind wir halt so, weißt du, jetzt können wir uns halt frei entfalten. Ja, das machen, was uns interessiert. Ich denke irgendwie so, wenn jemand im Studium nicht fleißig ist, ist es dann das Richtige? Ist es dann wirklich das, was ihn interessiert? So? Ja, ja. Weil ich freue mich, es klingt voll bescheuert, aber ich freue mich immer auf die Uni und ich freue mich, was zu lernen. Ja. Auf jeden Fall. Und auf die Schule freut man sich halt gar nicht. So im Nachhinein, jetzt als Erwachsene, denke ich, eigentlich hätte ich echt viel mehr mitnehmen müssen, weil vieles davon war auch interessant, aber das Ganze drumherum, halt blöde Mitschüler, blöde Lehrer, Zensuren, das ist halt alles nervig. Ja. Aber ich glaube, das reine Wissen an sich fand ich schon immer gut. Ja, ich fand auch Erdkunde immer super interessant. Ja, eigentlich schon, ne? Aber da habe ich immer gegessen und Zettel geschrieben. Ja, da saß ich immer nur da, hab versucht, Blickkontakt mit der Lehrerin zu machen. Oh ja. Immer noch irgendwie so eine Tafel abschreiben, Nase putzen, ja. Was ist da alles? Oh, gibt. Stimmt, Nase putzen, das war mal so ein guter Tipp, ne? Ja, das war richtig. Wenn man nicht drangenommen werden wollte. Einfach so schnell so irgendwo Kram und dann so das Taschentuch raus. Ja, das habe ich auch immer gemacht. Das hat echt. Das war also für den Worst Case, weil bei einer Lehrerin hat das halt überhaupt nicht gezogen, wenn du halt noch so getan hast, als würdest du noch so konzentriert irgendwas aufschreiben. Das hat überhaupt nicht bei der gezogen. Und dann war das mit dem Taschentuch noch eher so eine Möglichkeit. Oh, wir hätten echt damals ein Buch schreiben können, ne? Oh ja. Wie kann man es vermeiden, im Unterricht ungewollt drangenommen zu werden? Ja. Und trotzdem ein gutes Abitur hinzulegen. Ja. Oh ja. Also ich sag mal, wäre ich jetzt mündlich aktiver gewesen, das klingt irgendwie falsch, dann hätte ich sicherlich ein deutlich besseres Abi noch gehabt. Ja, ich glaube, hätten wir beide mündlich mehr gemacht. Auf jeden Fall. Wo wir beide schlecht so meinen, hätten wir beide, glaube ich, ein 1er-Abi gehabt. Ja, also an aber es war mir halt auch scheißegal. Sowieso, aber es war mir so scheißegal. Ich wusste, für Physik ist es eh egal. Und ja, das war eigentlich... So ging es mir auch. Ich wusste auch, für Musik ist es auch scheißegal. Zählt die Aufnahmeprüfung und nicht mein Abi. Wir wollen natürlich keinen dazu motivieren, nein, die Noten schleifen zu lassen. Eure Hausaufgaben. Meldet euch. Seid aktiv im Unterricht, nehmt so viel mit, wie es geht. Fleiß und... Kriecht schön in die Ärsche eurer Lehrer. Auf jeden Fall, das ist das Wichtigste. Aber ganz ehrlich, ich bin auch mal voll in den Arsch der Lehrer gekrochen. Das muss man ja auch, wenn man versucht so... Weißt du, man muss halt immer dieses Image behalten, dass man irgendwie so... Ich sag mal so... Die liebe Schülerin von nebenan ist, weißt du? Ja, okay, wenn du das meinst mit den Arschkriechen, habe ich es auch gemacht. Also ich habe jetzt nie irgendwie geschleimt. Nein, das habe ich auch immer nie. Die nette, süße Oh Gott, ja. Oh Mann. Oh Gott, wir sind so komisch. Wie falsch wir doch waren. Ja.
Ja, aber es hat uns halt durch die Schule geholfen. Das war halt unsere Überlebensweise. Unsere Masche war das. Genau. Naja. Oh Mann. Ach, schön. Oh Gott. Ja. Ja, gut, okay, jetzt wollen wir gar nicht mehr weiter drüber reden. Nee, nehmt euch kein Beispiel daran, also. Niemals, niemals. Ja, nee. Aber ihr seht, aus uns ist auch was geworden. Wir sitzen nur am PC und nehmen Let's Plays auf. Kaum einer guckt. Das Nein. ist doch das, was man im Leben erreichen will. Aha. Kriegen noch Geld von Mami und Papi. Ich nicht mehr. Ich habe ja jetzt meinen Job. Ich habe auch einen kleinen Job, aber der reicht nicht. Ach, schön. Na gut, Leute, das war's jetzt mal genug gelabert. Mehr labern gibt's im Blutpunkte-Video. Genau. Sagt mal, ob ihr das haben wollt. Stellt mal Fragen. Jo, lasst mal alles raus, was keine euch Miete so zahlt. Im Gehirn rumfleucht, ja. Ich bin so bescheuert. Alles raus, was keine Miete zahlt. Ja. Oh, ja. Das wäre nicht schlecht. Ja, irgendwie schon. Ja. Okay, alles klar. Okay, das war's dann jetzt auch von uns. Wir haben jetzt keinen Bock mehr. Wir wollen wir gehen jetzt pennen. Ja. Um 10 Uhr abends. Das ist die beste Zeit, um schlafen zu gehen. Ja, so um 10 Uhr fängt man an, sich so langsam fertig zu machen. Ja, genau. Liest noch ein bisschen in dem Buch vielleicht und dann schläft man ein. Oh Mann. Jo. Ja. Dann, so. Genau. Dann würden wir sagen, bis dann. Und tschüss. Mit Ö und tschüss. Genau. Bis dann. Ciao.